will ich dein Geld, will ich dein Auto, Mann. Ich will das, was du mir nicht kaufen kannst. Wie keinen Playboy, kein Frauenschwarm. Ich will den Mann, den ich vertrauen kann. Hey Leute, herzlich willkommen zu Real Talk, der Interviewreihe zum gleichnamigen Sampler. Mein heutiger Gast ist Elina. Schön, dass du da bist. Stell dich noch mal kurz den Leuten vor. Hi, mein Name ist Lena alias Elina. Ich bin Sängerin hier bei Lulu Beats, bin jetzt schon seit 8 Jahren mit dabei und ich freue mich, dass ich da sein darf. Richtig, richtig cool. Du bist tatsächlich mit 8 Jahren so schon Lulu Beats Urgestein, könnte man sagen. Was hat dich damals zu Lulu Beats getrieben, beziehungsweise ja, wie war dein erster Kontakt mit Lulu Beats? Das habe ich alles dem Pablo zu verdanken, der hier auch auf dieser CD vertreten ist. Erstmal Grüße gehen raus. Shoutout an Pablo. Ja. Das war damals ein Ergebnis uns in der Schule und er hat daran schon teilgenommen gehabt und meinte zu mir, hey Lena, ich weiß, du singst doch auch gern, jetzt probier's mal, schreib einfach mal 3-4 Zeilen auf und dann gehst du zu Chris. Und dann kam ich ganz schüchtern mit meinem kleinen Zettelchen so rein. So, hi, ich bin Lena, ich würde gern den Song hier mal vorzeigen. Und so hat es alles seinen Lauf genommen. Großartig, das war in der Schule, ne? Genau. Nice. Ja, voll gut. Und weißt du noch, was das für ein Song war? Das war ein griechischer Song, den hatte ich damals für meinen verstorbenen Opa geschrieben. Hieß Angelos, soll halt bedeuten Engel. Ja. Und gibt es den Song noch irgendwo zu hören? Der war früher mal auf dieser Lulu Beats Homepage, aber ich weiß nicht mal, ob der noch vertreten ist, weil es kamen ja relativ viele Songs danach hier noch. Aber ich hoffe, dass er da noch irgendwo drauf ist. Also du selber hörst den nicht manchmal noch oder Kram, hast du den irgendwo noch auf dem MP3-Stick und hörst den tatsächlich manchmal noch? Wie gehst du mit deinen alten Songs um? Also tatsächlich, den Song hat meine Tante noch auf dem Stick, weil sie ist mir auf den Ohren gelegen von wegen, ich will endlich eine CD von dir, ich will eine CD von dir. Und dann habe ich halt meinen Bruder darum gebeten, dass er einfach ein paar Songs von mir auf dem Stick macht, dass sie es bei sich im Auto hören kann. Und sie hat auf jeden Fall den Song noch, ja. Also alle ihre Tante anhauen, falls ihr den Song mal hören wollt. Großartig. 8 Jahre später hast du uns einen Song für den Sampler abgeliefert. Der heißt Was ich will. Und ja, ist ein ganz anderes Thema dann auch. Es ist eine sehr schnelle Nummer, so eine Abtempo-Nummer, so Latino, so Trap, Afro-Trap, würde ich sagen, in die Richtung so einstufen. Und inhaltlich auch sehr interessant. Erzähl uns doch mal was zu dem Song. Also was hat dich dazu bewegt, diesen Song zu machen? Und ja, wie fühlst du den Song? Also ich sag's mal so, für eine Frau hat man es ja vergleichsweise immer ein bisschen schwieriger, finde ich so in der Gesellschaft. Man wird immer direkt abgestempelt, weil man vielleicht eine engere Hose anhat oder Löcher in der Hose oder einfach ein bauchfreies Oberteil. Man wird halt direkt abgestempelt als Bitch oder man ist so eine, wo halt dann direkt gibt. Und ich finde halt, mit dem Song will ich einfach nur sagen, dass die Männer einfach da ein bisschen runterkommen sollen, sondern einfach mal von diesem Gedanken weggehen, dass nur weil man eine enge Jeans anhat, dass ich mit dir ins Bett will. So, das hat gar nichts so damit zu tun. Ich ziehe mich für mich so an, ich ziehe mich, weil ich das so möchte. Und was ich auch gar nicht leiden kann, das ist auch, was in dem Song vorkommt, ist, dass Männer immer so angeben müssen, von wegen, ja, ich habe Geld, ich habe keine Ahnung, Style, ich bin so, ich bin. Lasst es einfach, bleibt einfach so, wie ihr seid, das kommt viel cooler an. Ja. Also, Boys, hört, preach it, Lena. hast du denn selber auch schon so Erfahrungen gemacht im Club oder, ja, wie fühlt man sich dann als Frau, beziehungsweise, was kann man dagegen tun? Was würdest du verändern, wenn du alles verändern könntest, was du verändern wollen würdest? Also ich sag mal so, wirklich daran verändern kann man leider nichts. Es ist einfach so, das ist die heutige Gesellschaft. Anfangs, wo mir die Sachen immer mal wieder passiert sind, meistens auch hier im Ludwigsburger Bahnhof, wenn dann die ganzen Jungs dann da zum Beispiel stehen und dann
läuft man vorbei, dann gaffen sie einem hinterher. Und ich sag dir ehrlich, man fühlt sich als Frau schon ziemlich schäbig, weil man gibt hier keine Andeutungen von wegen, ja, bitte belästige mich jetzt, sondern es ist einfach nur, ich ziehe mich an, weil ich mich schön so fühle. So, ich gebe dir dann nicht die Einladung von wegen, ja, mach mich jetzt dumm von der Seite an. Und ich muss sagen, anfangs habe ich eher wirklich sehr mit mir gekämpft, weil ich bin so ein Mensch, ich gehe dann voll auf die Front und dann motze ich dich halt an, von wegen, lass mich einfach in Ruhe. Mittlerweile bin ich da jetzt ein bisschen ruhiger geworden, weil ich denke mir halt, gut, okay, dann denkt der halt einen Scheiß. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht schön, deswegen, Jungs, lasst es einfach. Ja, der Song, Was ich will, der ist ja, den haben wir das erste Mal vor einem halben Jahr schon released. Und ja, jetzt ist er quasi wir haben den nochmal neu gemischt und mastern lassen. Jetzt ist er nochmal in einer neuen Version quasi auf dem Sampler drauf. Aber diesen Song konnten schon einige Leute hören. Was hast du für ein Feedback bekommen? Und also wie kam der Song so bei deinen Leuten an und auch besonders bei den Frauen? Hast du irgendwie, sind Frauen auf dich zugekommen und haben gesagt, endlich spricht das mal einer an? Oder genau, wie war so das Feedback? Also ich muss sagen, ich war selber sehr, sehr überrascht davon, weil es kamen auch Personen von meinem Betrieb, kamen einfach auf mich zu und haben einfach nur gesagt, wie begeistert sie davon sind. Vor allem die meisten von der Arbeit wussten ja gar nicht, dass ich Musik nebenbei mache. Und die waren alle total begeistert und total fasziniert. Einige Jüngere, sage ich jetzt mal, wo zum Beispiel auch mit mir zusammen die Ausbildung machen, fanden den Text mega gut, weil sie haben gesagt, okay, das entspricht halt genau das, was heutzutage das Problem ist. Ja, meine Familie ist sehr, sehr stolz auf mich. Das ist, sie Schön. sehen ja auch die krasse Steigerung, was ich ja jetzt in den ganzen Jahren erlebt habe. Wenn ich überlege, wie noch mein erster Song war jetzt im Vergleich zu dem jetzigen, das sind Welten. Ja, also viel positiver Feedback. Schön, das freut mich. Du hast gerade gesagt, Leute aus deinem Betrieb, was machst du? Womit verdienst du dein Geld? Ich mache eine kaufmännische Ausbildung zurzeit und ich bin im dritten Lehrjahr und hoffentlich auch bald demnächst zu Ende. Yes, und was kommt danach, wenn du die Lehre fertig hast? Hast du schon Pläne für danach? Also ich würde gerne natürlich weiter auf meinem Gebiet arbeiten. Das macht mir sehr Spaß, die Arbeit. Worauf ich mich gerne aber auch konzentrieren möchte nach der Ausbildung, ist halt nun mal meine Musik. Ich möchte einfach mal gucken, was ich noch alles rausholen kann aus mir. Und ich bin gespannt, wohin der Weg danach noch führt. Du bist ja hier in Deutschland geboren, aber deine Eltern sind Griechen. Genau. Was hast du für eine Beziehung zu Griechenland? Bist du da noch öfter? Hast du da noch Familie? Willst du vielleicht irgendwann selber mal nach Griechenland ziehen? Was hast du für eine Verbindung zu dem Land? Also es ist natürlich auch meine Heimat, auf jeden Fall. Ich liebe es, meinen Urlaub dort zu machen. Ich liebe es. Warte kurz. Ja, ich liebe es auf jeden Fall, meinen Urlaub dort zu machen. Ich liebe die Atmosphäre, ich liebe die Menschen dort, aber ich kann mir niemals vorstellen, dort zu leben. Weil es halt schon eine krasse Welt, die dort ist. Auch die Arbeitsmentalität da unten, die ist nicht zu vergleichen mit hier. Deswegen, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich bleibe auch hier. Okay, nice. Dein lieblingsgriechisches Essen? Sind gefüllte Paprika. Dein lieblingsgriechisches Getränk? Bitte es jetzt echt wissen? Ja? Rezina. Was ist Rezina? Ist griechischer Wein. Da gibt es auch einen Song drüber, ne? Griechischer Wein. Ja, das ist nicht meins, aber. Okay. Hätte ja sein können. okay, nice. Und du sprichst auch Griechisch, ne? Ja. Zu Hause so mit deinen Eltern sprichst du da Griechisch oder sprichst du da mehr Deutsch? Also ich muss schon ehrlichkeitshalber zugeben, mit meiner Mutter eher Deutsch, mit meinem Vater aber eher Griechisch, weil das Deutsche, das liegt ihm einfach nicht. Deswegen bleiben wir da beim Griechischen und mit der Mutter halt auf Deutsch, ja. Nice. Finde ich cool. Ich finde die Sprache auch sehr interessant. Und sehr cool, dass du das noch gelernt hast. So, es gibt ja viele, die sind hier in Deutschland geboren und haben die Sprache ihrer Vorfahren, quasi, sag ich mal, so gar nicht gelernt. Es ist cool, dass du das noch drauf hast. Cool. Was können wir denn von dir noch erwarten? Also,
Gibt es in Zukunft noch musikalischen Output von dir? Planst du, bist schon dabei, irgendwelche Songs zu schreiben oder konzentrierst du dich erstmal auf andere Dinge? Also ich muss sagen, meine Ausbildung ist auf jeden Fall erstmal im Vordergrund. Klar versuche ich mich immer mal wieder so an Texten, aber durch den Lockdown hat man halt nicht wirklich den Spielraum, finde ich halt, weil meine Songs entstehen aus meinem persönlichen Leben. Und momentan erlebe ich halt nicht besonders viel, außer halt von der Arbeit nach Hause und von zu Hause in die Arbeit. Deswegen ist es halt ein bisschen schwer, da kreativ zu werden. Aber ich denke, sobald der Lockdown vorbei ist und dann meine Ausbildung dann auch endlich ihr Ende findet, dann, dass ich dann auch endlich wieder durchstarten werde. Großartig. Nochmal zum Thema Musik zurück. Bist du eher Studio- oder eher Live-Musiker? Eher der Studiomensch. Warum Studio? Ich bin halt noch so ein bisschen so die Schüchterne von den ganzen Leuten hier bei Lubitz. Es gibt Leute, die stehen einfach auf der Bühne und die können die ganze Masse einfach mitziehen und mit in dieses Feeling ran. Und ich bin dann her so, okay, schnell zu Ende singen und dann ja runter von der Bühne, lieber von unten anfeuern. Ja, kenne ich das Gefühl. Ja, großartig. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Und die letzten Worte gehören auf jeden Fall dir. Hast du den Leuten noch irgendwas zu sagen? Oder gibt es irgendwelche, ja, Sachen, die du gerne noch loswerden möchtest? Dann hast du jetzt die Zeit dazu. Also ich würde gerne den Mädels da draußen Mut geben. Seid immer ihr selbst. Lasst euch ja nicht verändern. Bleibt einfach ihr selbst. Liebt euch selber. Zieht an, was ihr möchtet. Lasst euch von keinem Penner auf dieser Welt sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Und ja, seid einfach real. Ja, man bleibt real. Keep it real. Keep it real. Cool. Hey, das war's auch von uns. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, drückt auf die Glocke. Whatever. Du weißt genau, wie das funktioniert. Und ja, ich werde Elenas Instagram in die Beschreibung verlinken, da findet ihr sie. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf das Album. Da ist der Song nochmal mit drauf. Release-Datum ist der 19.3. Also wenn du es vor dem 19.3. siehst, dann musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ansonsten, ja, check auf jeden Fall auch die Beschreibung. Da ist dann noch der Link zu dem Sampler, wo Elinas Song mit drauf ist. Und ja, Mann, es hat mich gefreut, dass du zugeschaut hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye. Will nicht dein Geld, will nicht dein Auto, Mann. Ich will das, was du mir nicht kaufen kannst. Will keinen Playboy, keinen Frauenschwarm. Ich will den Mann, dem ich vertrauen kann. Will nicht dein Geld, will nicht